So, hallihallo meine lieben Freunde, zurück zu einer neuen Folge von F1 2021, den Breaking Point Karrieremodus. Ja, war ein gutes Rennen, muss ich sagen, bis auf den Zwischenfall mit unserem Teamkollegen und Butler. Drei in einer Kurve sind zwei definitiv zu viel. Natürlich. Drama, erstes Rennen Formel 1, sofort Negativschlagzeilen. Es wird direkt auf uns herangeschmettert und Kritik hagelt es von allen Ecken und Kanten. Definitiv ein gutes Ergebnis für Jackson. War wahrscheinlich noch besser gewesen, wenn er seine Teamkollegen nicht erwischt hätte. Ja, Ackermann ist bestimmt stinksauer. Jo, das kann man wohl sagen. Unsere Teambosse wollen mit uns auch wegen dem Vorfall sprechen. Ich verspreche euch, das gibt noch Ärger. Kapitel 2. Grand Prix von China. Einen Monat später. Ich muss sagen, grafisch ist das Spiel schon fein. Es hat richtig schön eine knackige Schärfe. Ja, logisch, wir spielen es in 4K, 60 FPS. Zumindest bei mir hier. Auf der PlayStation 5. Ist logisch, dass es besser aussehen muss als auf der PlayStation 4, aber es war auf der PS4 auch schön, muss man sagen. Abwarten, was das kommt. Auch das sieht wieder geil aus. Ein großer Preis von China und diese Strecke scheint sich immer mehr zu einem besonderen Platz für Neulinge im Feld zu entwickeln. Denken Sie nur an Alex Albon letztes Jahr und es scheint, als könnte Aiden Jackson diesen Trend in dieser Saison fortsetzen. Ja, der junge Fahrer wirkt diese Saison sehr vielversprechend. Und da kommt Ackermann, er liegt jetzt hinter seinem jungen Teamkollegen. Es gibt Gerüchte, dass es zwischen diesen beiden ein paar Spannungen gibt. Mal sehen, was passiert. Ackermann will's wissen, er geht innen rein in die Halladelkurve und drängt dabei seinen Teamkollegen von der Strecke. Was war das, Kasper? Was zum Teufel? Jackson mit argen Schwierigkeiten, sich davon zu erholen. Aiden, bleib am Ball, volle Konzentration. Dieser Kontakt mit dem Teamkollegen macht dem jungen Fahrer erhebliche Probleme. So schaut's aus, Heiko. Das Auto scheint nicht stark beschädigt zu sein. Er muss versuchen, wieder zurückzukommen. Ha! Er? Ich? Der Abstand zum Hintermann beträgt 4,1 Sekunden. Aber wie? Scheint okay zu sein, Aiden. Versuch ein paar Plätze zurückzuerobern. Was sollte das eben? Das holst du wieder auf, Aiden. Das war nicht in Ordnung. Das war überhaupt nicht in Ordnung. Ich finde es ja geil, wenn ein Spiel so wie hier richtig schön mit 60 FPS läuft, richtig schön butterweich und flüssig im Bild. Was auch butterweich war, war gerade dieses Überholmanöver. Das war richtig schön. Und das eben war so ein richtiges Rumgezicke von unserem Teamkollegen. Alias Lewis Hamilton gegen Verstappen. Ich sag nur Silverstone diese Saison. Wenn das kleine bockige Kind einfach mal rumbockt und andere wegschubst. Naja. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Oh, 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 oh! Oh, wir haben sogar die schnellste Rennrunde, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Wie viele Runden haben wir noch? 5. Hm. Ich habe das Gefühl, wir kommen überhaupt nicht voran. Ach, ich mag den Alpha Tauri. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,0 Sekunden. Nein, beträgt er nicht mehr. Ich bin nämlich gerade weggerutscht. Vor uns fährt bestimmt der neue Teamkollege 2022 von Lewis Hamilton. Russell, denke ich mal, der wird dann wohl Valtteri Bottas ersetzen. Hallo, Ackermann! Ja, da hat sich eine Rivalität gebildet.
Du brauchst gar nicht Kampflinie fahren. Ich nehme deinen Windschatten mit. Hey, du bist in den Top 10. Oh, ja, da bin ich. Ob das Funk auch noch funktioniert wie damals? Mal gucken. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin. Status-Report. Ich glaube, es hat sich jetzt gerade überschnitten mit dem anderen Funk. Status. Nee, funktioniert nicht. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,40,2. Diese hast du. Oh, Butler. Oh, dich brauche ich auf jeden Fall. Hallo. Kollege, vergiss es. Pack deine Koffer und zieh Leine. Das wird knapp. Hallo. Ah, jetzt ist er auf der Geraden schneller. Da haben wir ja Sebastian Vettel. Boom. Wieder schnellste Runde. Bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Naja, aufs Podium kommen wir wieder mal nicht. Das wurde uns ja irgendwann hier kaputt gemacht, vor zwei Runden. Naja, Generationswechsel. Mein Teamkollege, sein Zenit ist erreicht, der guckt da hinten rum. Und ich sammle jetzt die Lorbeeren ein. Aber ich glaube, jetzt kommt gleich die Videosequenz, von der ich gesprochen habe, dass die beiden sich so richtig angreifen, wegschubsen und ach Göttchen, das wird schon spannend, das wird schon lustig. Da ist Lance Stroll. Sektor 2 lila. Eins rot. Oh, das heißt, wir könnten da noch richtig was rausholen. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Ah, die Karre, da fehlt irgendwie Performance. Ja, bleib du mal ruhig innen und ich überhole dich von außen. Oh, jetzt mal Butter bei Fische. 8 Sekunden. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Aber ich komme da nicht dran. Aber eins war Leclerc stärker als Vettel in der Saison. Vettel hatte einfach kein Glück mit dem Ferrari in der Saison. Der Wagen ging einfach immer kaputt und der passte vom Setup einfach nicht zu seinem Fahrstil. Das ist manchmal, wenn die Kiste nicht zu dir passt, dann läuft es nicht. Und da sind wir auch wieder gerade bei der These Lewis Hamilton. Da habe ich eine ganz klare These. Michael Schumacher in dem Wagen, der hätte jetzt schon 10 WM-Titel. Ganz einfache Sache. Ja, er ist kein schlechter Fahrer. Möchte ich auch nicht bestreiten, er kann fahren. Aber im Vergleich zu dem, was Michael Schumacher damals für ein Material hatte. Die mussten noch richtig kuppeln, die mussten noch alles selber machen. Da gab es kein DRS und alles andere. Die sind Rennen gefahren. Heute hast du doch so viel Hydraulik, Elektronik, hier Stabilisatoren, da Stabilisatoren. Na, hier verlässt du dich auf die Technik. Damals hast du dich auf den Fahrer verlassen. Also, dementsprechend bleibe ich dabei. Der beste Fahrer und ist Michael Schumacher.
Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Oh, Bottas ist erster. Was heißt ein Reifenmanagement? In zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich brauche, glaube ich, gerade nicht sagen, welche Gedanken ich gerade kriege. Ich sehe vor mir drei Autos. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,8 Sekunden. Leute, das Podium ist drin. Ich brauche mehr Performance. Wieso komme ich nicht an das fette Gemisch dran? Yep, jetzt bin ich besser durchgekommen. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Ja komm, schieß euch gegenseitig ab. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, oh mein Gott. Da ist was drin, da ist was drin, da ist was drin, da ist was drin. Der Abstand. Nimm deine Gurke weg. Vergrößert sich jede Runde deutlich. Gute Arbeit. Wow, ja, yeah. Schätzchen, jetzt aber immer. Vorsicht beim Überholen, das war zu riskant, du hättest eine Strafe kassieren können. Ja, wenn die hinter mir so bockig fahren... Kann ich doch nichts dafür. Blöd mit Lang, ey. Sieht man ja in dieser Saison. Wenn sie nicht gewinnen können, dann schießen sie die anderen ab. Ha, wir haben gewonnen. Ja, aber jetzt ist Hamilton Zweiter. Das regt mich auf. Am liebsten Vollbremsung und abschießen. Aber ich riskiere den Sieg nicht. Fühl gar nichts. Ich habe gedacht, jetzt mal Butter bei Fische, ich komme nicht mal aufs Podium. Dann sind wir so geil gefahren, dass wir jetzt in der letzten Runde auf Platz 1 sind. Oh, Leute. Das müssen wir nach Hause schaukeln. Bitte, Wagen, halt durch. Bitte, 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 bitte. Jetzt fahren wir an den UFOs vorbei. Letzte Mal hier durch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Ja! Ja, du hast es geschafft. Sehr gut. Euphorisch, wa? Also, da gibt es schon mal viel zu besprechen. Und dass die beiden AlphaTauri-Fahrer wieder kollidiert sind, ist kein gutes Zeichen. Das sieht bei den beiden noch etwas chaotisch aus, Heiko. Sie sind eben erst seit kurzem Teamkollegen. Dieser Reifenkontakt, hätte der vermieden werden können, Stefan? Ja, es sah ein bisschen so aus, als wollte Ackermann ein Zeichen setzen. Er hat Jackson hier nicht viel Platz gelassen. War das ein unheilvolles Vorzeichen? Ich hoffe nicht. Das war's von uns hier in China. Bis zum nächsten. Unsere Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. AlphaTauri hat bemerkenswerte Arbeit bei der Ausbildung neuer Talente geleistet und sie heute den Sieg nach Hause fahren lassen. Das ist ein positives Zeichen für die Zukunft dieses Sports.
Ja, jetzt habe ich mir meinem Teamkollegen mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Wir haben gewonnen. Wo bist du? Hm? Schieß uns ab und trotzdem gewinnen wir noch. Jetzt wird's lustig. Kaspar, was sollte das bitte? Du hättest mich beinahe aus dem Rennen geworfen. Mit dem Manöver hätten wir beide in der Absperrung landen können. Kaspar, komm schon, Mann, Ich muss telefonieren. Kaspar! Ackermann! Mann, du kannst das Pay-TV abbestellen. Das hier ist um einiges unterhaltsamer. Ach, ich bitte dich, hast du nichts Besseres zu tun? Jetzt gerade? Nein. Und das hier will ich nicht verpassen. Ihr beiden, ihr seid wirklich wie Figuren aus einer grauenvollen Sitcom. Er wollte lieber Ricardo im Team haben. Das weiß jeder. Was meinst du? Die Fahrer reden viel. Und so auch Ackermann. Ja, in der letzten Saison. Ganz egal, mit wem er gesprochen hat. Er hat sich immer über dich beschwert. Hat versucht, deinen Vertrag zu verhindern. Er wollte keinen Anfänger. Oh, hat er das wirklich? Alle wissen das. Ist dir nicht aufgefallen, wie dich alle ansehen? Wir alle haben Mitleid mit dir. Du hattest nie eine Chance. Wenn du meinen Rat willst, zeig, dass er falsch lag. Bleib tapfer! Ne, mit der Aussage hat er wieder recht, aber trotzdem ist das ein arroganter Schnösel. Aber nur mal Butter bei Fische. Ich habe das Ring gewonnen. Also weiß ich gar nicht, was das soll, hä? Hi, Mom. Hallo, ich habe das Rennen gesehen und wollte mich mal melden. Was gibt's? Ich wollte dich nur loben, so wie immer. Oh, okay. Ich habe gesehen, was mit Kaspar passiert ist. Unglaublich, dass er keine Strafe gekriegt hat. Geht's dir gut? Alles in Ordnung. Und Kaspar? Was hat er dazu gesagt? Pff, nichts. Er spricht nicht mit mir. Vielleicht solltest du es weiter versuchen, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Denk daran, was deine Großmutter immer gesagt hat. Bei Schlachten, die nicht gewonnen werden können, kämpft man am härtesten. Bin mir nicht mal sicher, ob das Sinn ergibt. Naja, egal was da los ist, lass dich nicht verrückt machen und ruf mich später an, okay? Mache ich. Jo, mache ich. Der Lautsprecher sieht aus wie von einer gewissen Firma, die ein oranges Label hat. Ich möchte jetzt da keinen Namen nennen. Obwohl, JBL. Ich hab's gesagt. Schleichwerbung. Zum nächsten Kapitel. Grand Prix von Frankreich. Wenn man da jetzt so drauf guckt, Leute, das ist so verwirrend, wenn du das erste Mal da fährst. Du siehst nur bunte Streifen in der Mitte so einen grauen. Dickst du doch total durch. Dann denkst du, ah nee, ich muss rechts an den Moment, das war links. Nee, doch, geradeaus. Wo bin ich denn jetzt? Schwierig, schwierig, schwierig. Es ist wieder soweit, die letzten Sekunden, bevor die Lichter ausgehen und es auf die erste Kurve zugehen wird. Wer wird heute auf dem Circuit Paul Ricard den Sieg davontragen? Wir werden es bald herausfinden im Verlauf des großen Preises von Frankreich. Sechs Links- und neun Rechtskurven sorgen auf dem Circuit Paul Ricard für insgesamt 15 Kurven, die es auf einer Länge von 5,79 Kilometer zu bewältigen gilt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit dürfte in etwa bei 229 km/h liegen. Richtig schnell wird es auf der Mistral-Geraden, da erwarten wir Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 330 Stundenkilometer. Willkommen auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich. Es ist das 10. Rennen der Formel 1-Saison 2020 und die Rangfolge in der Tabelle nimmt so langsam Gestalt an, Stefan. Ja, genau. An der Spitze kämpfen die drei Top-Teams um die Führung, also alles wie erwartet. Ein bisschen unberechenbarer sieht es im Mittelfeld aus, aber man kann wohl sagen, dass AlphaTauri nicht ganz so gut abschneidet wie erwartet. Vielleicht, weil die beiden AlphaTauri-Fahrer sich gegenseitig die Punkte streitig gemacht haben. Es gibt aber noch so viel zu gewinnen und ein großer Teil der Saison liegt noch vor uns. Also sehen wir mal, wie es sich entwickelt.
Naja, ich stehe aber schon besser als mein Teamkollege. Ich habe ein Rennen gewonnen. Das sind 25 Punkte, darf man nicht vergessen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Valtteri Bottas, Leclerc, Sergio Perez und Ricardo. Norris, Vettel, Sainz und Lance Stroll. Ocon, Ackermann, Devin Butler und Albon, Magnussen, Raikkonen, George Russell und Aiden Jackson, Giovinazzi und Nicola Latifi. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Warum bin ich denn so weit hinten? Okay, die Saison hat nicht ganz so begonnen, wie wir es gerne hätten. Aber wir haben heute die Chance, ein bisschen aufzuholen. Halt dich vom Ärger fern und zeig, was du drauf hast. Viel Glück, Aiden. Okay, das klingt, als dürfen wir jetzt ein ganzes Rennen fahren. Ich glaube, das würde besiege beide McLaren und Renault-Fahrer. Sollten wir hinkriegen. Aber ich glaube, das würde jetzt die Länge der Folge sprengen. Das Rennen verschieben wir auf die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bin mal gespannt, wie diese Streitigkeiten sich hier noch mit unserem Teamkollegen zu Ende regeln. Diesem alten Kasper. Sturkopf. Ich mag nicht. Naja, gut. In der nächsten Folge erfahren wir mehr. Macht's gut, Leute.